So, hallo, liebe Freunde von YouTube und Facebook. Hier ist wieder euer spiritueller Anarchist und heute habe ich mal ein sehr heikles Thema und ein sehr heißes Eisen. Ja, es geht um das Thema Vergebung und ich habe ja schon mal in anderen Videos gesprochen, wie wichtig Vergebung ist, dass es eine wichtige universelle Lektion ist in diesem Leben. Und dazu habe ich ja Videos gemacht, auch sieh das Video mit Dieter Dickowski. Ja, also Dickowski frei, warum es wichtig ist zu vergeben, heißt das Video, könnt ihr mal nachschauen. Und auch noch andere Videos, ja. Ja, die Frage kam dann von einem Kommentator, kann man auch so schreckliche Menschen oder halt so jemand, der so schreckliche Taten gemacht hat, wie Hitler, ob man auch so jemanden vergeben kann, vergeben sollte, ja. Ja, also vorab mal, um das mal klarzustellen, ja. Ich bin natürlich absoluter Gegner der menschenverachtenden, verbrecherischen Ideologie des Nationalsozialismus. Das dürfte völlig klar sein. Ja, das ist ein sehr emotionales Thema, deswegen versuche ich mich jetzt mal da vorsichtig da mal ranzutasten und das erstmal zu erklären, was ist Vergebung, was sind die Taten des Menschen und geht es um die Person oder geht es um eine Ideologie? Ja, ich kann auch mal eine Geschichte erzählen. Ich war mal, als ich noch mit meiner Lebenspartnerin zusammen war, da war mal eine Freundin da, die da geschimpft hat und gesagt hat, dieser gottverdammte Hitler, verflucht soll er sein und er soll zur Hölle fahren und was weiß ich alles. Und es war dann so, natürlich ist sowas mir natürlich lieber, wenn sie jetzt sagen würde, Hitler wäre super oder so, natürlich. Aber trotzdem, ja, kam mir das irgendwie primitiv vor. Also, es haben wir gedacht, es ist primitives Denken, ja, weil diese ganze schlimmen Dinge, die passiert sind im Zweiten Weltkrieg mit der Judenvernichtung und so weiter, das hat ja nicht diese Person Hitler alles alleine gemacht, ja, sondern da waren ja Leute, da waren ja Anhänger, da waren ja Untertanen und so weiter, die dieser Person ja zu Hilfe standen und das Ganze mitbewirkt haben und mitbefeuert haben. Und Hitler war ja nur ein Teil von dem Ganzen, ja. Das muss man erst einmal sehen. Also man muss erst einmal das Ganze sehen. Also, und ja, und dann da muss man auch noch sehen, dass dieses Ganze, was dieser ganze Nationalsozialismus, der Antisemitismus und der Nationalismus, ja schon vor Hitler da war, ja. Also Hitler hat da nichts erfunden, sondern Hitler hat ja nur die Idee und so weiter aufgegriffen und weitergeführt. Also Antisemitismus gab es ja, war ja sehr stark in damals in der Zeit auch, bevor Hitler auch auftrat. Zum Beispiel hat auch Kaiser Wilhelm gesagt, dass die Juden das Unglück des Reiches sind. Gibt es einen Ausspruch von Kaiser Wilhelm II. Er hat natürlich auch nichts gemacht, zwar nichts gemacht gegen die Juden, aber war auch ein Antisemit. Also es gab sehr viel Antisemitismus. Und es gab auch, obwohl es diesen schrecklichen Ersten Weltkrieg gegeben hat, ja immer noch sehr viel Nationalismus. Das heißt, die Menschen haben es eigentlich quasi immer noch nicht kapiert. Die sind mit dem Bewusstsein eigentlich immer noch stecken geblieben. Ja. Und da war es eben mal so, das, was passieren musste, damit dieses Bewusstsein der Menschheit auf ein höheres Niveau kommt. Ja, und ich weiß halt aus dem Buch von Neil Donald Walsh, Gespräche mit Gott, dass es dass, ja, dass der Lichtrat oder Gott oder die Engel und wie man auch sagen will, ja, entschieden haben, es muss was passieren, damit sich das Bewusstsein der Menschen erweitert, ja. Also das heißt, der Mensch hat es nicht kapiert und hat dann, da hat man wirklich gesagt, jetzt brauchen sie einmal wirklich eins auf den Deckel, dass sie einmal wirklich verstehen, dass jeder Mensch von Gott ist, dass jeder Mensch Licht und Liebe ist und dass es nicht sein darf, dass man Sündenbock sucht oder dass man sich als Nation oder sowas für was Besseres hält. Und da kam dann Hitler auf den Plan. Hitlers Aufgabe war ja eigentlich nur, das, was ja schon da war, ein Bösen im Herzen von den Menschen hervorzubringen. Ja, er hat es quasi, Hitler hat quasi das Böse, ja, aus den Menschen noch herausgekitzelt, ja, und hervorbracht. Es war ja schon da, versteht ihr? Ja, und Hitler hat das herausgekitzelt, was dann Bösen, was dann da war, an Ängste und so weiter. Und hat dann dadurch, ja, der Menschheit quasi, wie so könnte man sagen, einen Spiegel vorgehalten. Ja,
ihre eigene Grausamkeit vor Augen gehalten. Ja? Also es musste quasi was passieren, damit die Menschheit aufwacht. Ja? Und das war die Rolle von Hitler. Und jetzt ist natürlich auch so, es ist auch nochmal ein Unterschied, Vergebung, ob jemand bestraft werden soll für das, was er gemacht hat, ja, und wie auch immer, ja. Und jetzt ist ja so, es gibt natürlich Menschen, die für Bestrafung zuständig sind. Das sind zum Beispiel Staaten und das sind natürlich Gerichte, ja. Und, oder auch jetzt zum Beispiel die Göttlichkeit, auch Gott zum Beispiel, ist für Bestrafung zuständig. Also wie und jemand bestraft werden soll oder so, soll uns auch eigentlich auch gar nicht kümmern, ja, als normales oder Normalverbraucher oder Sinnsuchende, ja. Es geht ja darum, können wir jetzt zum Beispiel mit einem Täter, der uns was Böses gemacht hat, Frieden schließen oder halt quasi vergeben, ja. Alles, was im Universum passiert, sind Lektionen, manchmal sehr harte, sehr schlimme Lektionen, also auch totales Mitgefühl mit den Opfern, ja. Aber Lektion kann auch wirklich eben auch sein, dass man zum Beispiel vergibt, dass man, auch wenn der Täter was ganz was Übles angetan hat, dass man trotzdem sagt, man vergibt, ja, und findet dadurch Frieden. Also, um das zu verstehen, ja, nicht, dass dann wieder heißt, ja, der spirituelle Anarchist hat gesagt, die Opfer sollen dem Hitler vergeben, ja, sollen gefälligst dem Hitler vergeben. Oder sollen oder müssen, gibt es nicht, ja. Also, wenn jemand nicht vergeben kann, dann kann eben nicht vergeben oder ist eben dazu noch nicht bereit, ja. Natürlich, also ich bin ja nicht dazu da, dass ich jemanden vorschreibe und sage, du musst jetzt vergeben, ja. Um das geht es ja gar nicht, ja. Es, ich kann halt nur sagen, dass viele Opfer, die auch zum Beispiel solche Kriegsverbrechern oder so vergeben haben, ja, danach einen Frieden gelebt haben. Ja. Nichtsdestotrotz sind ihre Taten natürlich bestrafungswürdig, das ist ganz klar. Aber das soll ja uns nicht kümmern, weil wir sind ja keine Richter oder so. Ja. Wir sind jetzt ja nicht zuständig. Es gibt einfach Menschen, die dafür bestimmt sind, sich um die Bestrafung von Tätern zu kümmern, ja, wie zum Beispiel Richter, ja, oder jetzt zum Beispiel der Himmel oder was weiß ich, oder Gott. Aber das soll uns nicht kümmern, ja. Also wir sollten trotzdem vergeben, ja. Und auch als Außenstehende. Wir sollten uns, besser ist es einfach, anstatt dass man Wut hat auf so jemanden, ja, auf solche Täter, dass man die Ideologie, das, was der Täter vertritt, dass man das bekämpft. Und ich sag euch eins, wenn man dem Mensch vergibt, ja, hat man viel mehr Kraft, ja, die Ideologie und das, für was dieser böse Mensch gestanden ist, ja, zu bekämpfen, dann hat man viel mehr Kraft, die Ideologie zum Bekämpfen. Versteht ihr? Es geht nicht um Hitler als Person, vergesst Hitler, ja. Hätte man Hitler zum Beispiel erschossen oder so, wäre ein neuer Hitler gekommen. Vergesst die Person Hitler, vergesst die Person. Es geht um die Ideologie und darauf muss man sich konzentrieren. Und wenn man sich immer so auf diese Person Hitler konzentriert, ja, dann kommt man von der Wahrheit weg, dass das Wahrheit die wirklich Unheilfordernde, das, was wirklich das Unheil gebracht hat, war die Ideologie, die menschenverachtende Ideologie des Nationalsozialismus, ja. Und die gab es ja schon zum Teil vor Hitler. Die DAP, die Deutsche Arbeiterpartei, die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei hat es ja erst DAP geheißen, da war ja Hitler noch gar nicht da, da war Hitler noch gar nicht auf der Weltbühne. Und die haben ja dann quasi schon diese Idee ja schon gehabt. Also es war ja alles schon da, es gab ja nichts, was Hitler erfunden hat. Nicht einmal das Hakenkreuz hat Hitler erfunden. Selbst das Hakenkreuz gab es schon davor, alles gab es schon davor, ja. Wien zum Beispiel war eine extrem antisemitische Großstadt. Also es gab sehr viel Antisemitismus in viele Großstädte, im Deutschen Reich, Kaiserreich gab es sehr viel Antisemitismus, ja. Und das ist ja eigentlich nur durch Hitler, er hat es ja quasi nur nochmal hervorbracht. Und wenn man das dann versteht, dann versteht man auch die ganzen Zusammenhänge. Und ja, jemand, das war ja auch das hat auch zu Missverständnissen geführt, dass auch zum Beispiel bei Gesprächen mit Gott steht ja zum Beispiel auch drin, Hitler ging in den Himmel ein. Das ist natürlich, wenn man jetzt nur den Satz aus dem Kontext steht, denkt man ja, ja, der spinnt, ist der für Hitler oder was, ja. Jeder Bösewicht, jede Seele, ja, auch Hitler geht erstmal in den Himmel ein, damit sie sich dann sieht, wo sie herkommt, ja, damit sie erinnert, da komme ich her, ja. Und dann wird ihr auch die ganzen Schandtaten vor Augen geführt.
Und dann wird auch die böse Seele, wie in dem vorigen Video, wo ich schon gesagt habe, wo es um böse Menschen geht, auch, da sagt dann auch die Seele des bösen Menschen, oh Scheiße, was habe ich denn gemacht? Ich habe ja vollkommen vergessen, wer ich bin und wo ich herkomme. Ja? Gebt mir einen harten Seelenplan, gebt mir ein hartes Leben. Ja? Ich will das nie wieder mehr vergessen. Und so passiert es dann auch. Ja? Deswegen, das stimmt auch mit dem Karma. Ja? Das hat alles damit zu tun, dass die Seele wächst, damit die Seele lernt und damit sich die Seele erweitert. Ja? Und so möchte ich das verstehen und so möchte ich auch diese Frage beantworten. Also, weil nur, man muss also das Gesamte sehen, ja. Und ja, ist ein schwieriges Thema, muss ich sagen, also heikle Sache, ja. Damit es klar steht, es geht nicht um die Person Hitler, es geht überhaupt um keine Personen, ja. Man sollte im Prinzip, ja, jedem vergeben und dann die Kraft nehmen, ja, um das zu bekämpfen, ja, durch Aufklärung etc., für was diese Person gestanden ist, ja, ist doch viel effektiver. Was bringt es denn, wenn ich sage, der scheiß Hitler, der Hass auf Hitler oder was weiß ich, bringt ja nichts, ja. Ich muss die Ideologie, das, für was die Person gestanden ist, das muss ich bekämpfen, das ist das Wichtige. Und davor dürfen wir uns nicht ablenken, indem wir uns nur an Personen festmachen. Okay. Ich hoffe, ich habe das gut beantwortet. Ja. Teilt das Video, abonniert meinen Kanal und dann wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende und macht es gut und bis bald.